So, wir melden uns nochmal kurz zurück mit einem kleinen Einblick in die Mac 2018 am Freitag, weil ich bin leider nicht live vor Ort. Ich werde, wie gesagt, erst am Samstag dort sein, aber ich habe meinen Maulwurf eingeschleust. Also habe einen Spitzel vor Ort, der Snyder 53, schon bevor er überhaupt angekommen ist, also kurz nach 10 ging es schon los, da war die ganze Stadt schon überflutet mit Inkognitos. Ja, das Traurige an dem Bild natürlich, er hat noch keinen Don-Fun, aber er hat auch gesagt, er hat noch nicht mal ein Funbee und gar nichts, weil das bei ihm einfach nie spawnt und er auch noch nie eins im Ei hatte. Passend zur Mac natürlich die Buchstaben M, A und G plus das Ausrufezeichen, also wer die Buchstaben noch nicht hat, der kann da ordentlich absahnen. Der Rest freut sich natürlich auf das seltene Ausrufezeichen. Weiter hat er natürlich dann auch geschaut wegen Stops und wegen Arenen. Also vor Ort scheint wohl eine Arena zu sein, die zu dem Zeitpunkt natürlich gelb war, was auch sonst. Und auf dem Gelände seht ihr, dass also die ganzen Stops irgendwo Reihe an Reihe nacheinander aufgeführt sind und permanent gezündet, die nicht von Niantic gezündet sind, sondern von den Spielern selber. Aber Niantic die Stops da eben alles so platziert hat, eben gesponsert hat, dass man da wirklich in einem Durchlauf jede Menge natürlich mitnehmen kann. Es sich wirklich also lohnt, auch mit dem Go Plus da durchzulaufen, während man sich das Zeug anschaut, zu klickern, um da einiges aufzusammeln. Morgen wird ja dann auch schon das Psycho-Event aktiv sein. Da wird man also auch viele Psycho-Pokémon dort antreffen aus den Lokmodulen, denke ich mal. Leider wird es wohl keine anderen besonderen Pokémon-Spawns und besondere Pokémon geben, sondern es bezieht sich wirklich also auf die Inkognito-Buchstaben, was aber nicht weiter schlimm ist, denn man kann sich ja darauf fixieren, da ein paar mitnehmen und dann trotzdem einfach die Messe genießen, die Stände, die dort alle aufgebaut sind. Und Niantic hat natürlich auch einen eigenen Stand dabei. Da kann man sich dort natürlich an dem Niantic-Stand auch ein Bändchen wiedergeben lassen mit der jeweiligen Teamfarbe. Snyder natürlich, Team Gelb, hat das also geschickt, ein Gummibändchen, was natürlich auch besser hält und mehr aushält als jetzt bei der Safari-Zone in Dortmund, wo das natürlich nach ein paar Tagen dann abgeranzt in der Ecke lag. Es gab auch coole Sachen zu gewinnen, man konnte also auch eine Tausch-Session irgendwie mit verschiedenen YouTube-Influencern gewinnen. Da gab es so eine Lotterie oder Auslosung und ein Kumpel von ihm hat also eine Tausch-Session mit Sturmi, also Sturmwaffel, gewonnen und kann mit ihm da Pokémon tauschen. Mehr möchte das nicht, mal mit seinem Idol ein paar Pokémon tauschen, die dann einfach von dem anderen in seinem Account geschickt wurden und das im Profil festgehalten. Ist also auch eine coole Sache, wie ich finde. Hier können wir noch mal kurz reinschauen, da hat er ein kleines Video geschickt. Da sieht man also noch mal die Umgebung, also das sind wirklich in einer Reihe 10 Millionen Stops einfach aufgebaut nacheinander. Das ist natürlich cool, wenn man da durchläuft. Oder hier ein kleiner Einblick natürlich, wie es dort aussieht in den Hallen. Also ganz kurz natürlich, wir wollen nicht zu viel verraten, wir sind ja morgen selber dort. Außerdem haben wir etwas gelesen, irgendwie von einem Pokémon Go Raid Bus. Wo man also mit verschiedenen YouTubern, Sturmwaffel ist da glaube ich auch mit dabei und Leute von PietSmiet. Ich habe jetzt noch nicht alle Informationen hier, aber irgendwo es gibt also einen Raid-Bus, der durch die Stadt dann fährt. Da werden 4 Leute oder so ausgelost immer und die können dann mitfahren und mit den YouTubern Raids in der Stadt machen, eine kleine Raid-Tour. Es ist eine richtig coole Aktion natürlich auch. Wo gibt's das denn sonst? Und es macht bestimmt viel Spaß, also richtig cool, wer da mitmachen kann. Es ist sogar noch was ganz Tolles passiert, also wie gesagt, sein Kollege hat da eine Tauschsession mit Sturmwaffel gewonnen, also Sturmi. Und jetzt haben die mir sogar eine Sprachmemo geschickt von dort, also Sturmwaffel selber hat mir eine Sprachmemo geschickt und hat das Wort ergriffen, das finde ich richtig toll. Das möchte ich auch mal vorspielen hier einfach live. Ramses hat einen YouTube-Kanal. Ist er in Ägypten? Weiß ich nicht, musst du mal fragen. Hallo Ramses. Wow. Hallo. Und dann ist die Memo abgebrochen, aber da kommt noch eine hinterher. Das finde ich richtig toll. Achso, noch eben. Ja, nicht. Du löscht die ganze Zeit Sprachnachrichten. Löscht die ganze Zeit Sprachnachrichten. Was ist denn Sau? So, Leute. Lieber Ramses, ich wünsche deiner Mutter gute Besserung. Ich habe gehört, in ihrem Krankenhaus. Das ist nicht gut. Ich hoffe, da wird alles wieder gut. Ich hoffe, deswegen kannst du dann auch nächstes Jahr zur nächsten Mac kommen, weil das hier ist ein voller Erfolg, glaube ich. Keine Ahnung. Es ist ein voller Erfolg. Und der Kollege sagt das und der hat hier die Messe organisiert und er schuldet mir jetzt 400 € für eine Sprachnachricht. Okay, komm, ich tue.
400 Euro für eine Sprachnachricht, also das ist natürlich heftig, ist hoffentlich nur Spaß, aber richtig cooler Typ, einfach Sturmwaffe und eine Sprachmemo und wünscht dann noch gute Besserung. Ja, meine Mutter ist ins Krankenhaus gekommen, der ging es jetzt nicht so gut, hat aber alles gut überstanden, wie gesagt, und deswegen fahren wir morgen hin und hoffen, dass wir noch jede Menge Spaß haben und vielleicht sieht man ihn ja morgen, vielleicht auch nicht, das weiß ich jetzt nicht genau, aber schon die Sprachmemo ist Gold wert, da geht mein Herz an die Decke, das finde ich richtig toll, also beste Grüße gehen raus an Sturmi, Sturmwaffe und natürlich auch dicke Props an Snyder53, der das alles hier ermöglicht hat und wegen dem ich das überhaupt bekommen habe, also ich freue mich gerade richtig, bin richtig happy. Richtig coole Sache auf jeden Fall. Hab mich dann am Ende also auch nochmal bedankt bei Snyder53 und hat ja auch nochmal gesagt, dass ich einen YouTube-Kanal habe und alles. Vielleicht checkt er ihn jetzt mal an. Das wäre natürlich mega, obwohl so eine kleine Wurst wie ich, das wird nicht sonderlich auffallen und ich glaube nicht, dass die großen Größen der Zeit dafür Zeit haben. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was uns morgen noch alles erwartet. Das war ein kleiner Einblick natürlich erstmal von heute, was da schon los war und was so weiter abging. Und ich hoffe, morgen wird natürlich ein richtig fetter Tag. Und mal schauen, beste Grüße gehen raus an alle, die man natürlich morgen sieht. Sprecht sein an, ich spreche euch an, hin und her. Und wir hoffen natürlich auf eine gute Zeit und auf viel Spaß. Deswegen Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Pschuh.